So, wir sind ein bisschen tief noch unterwegs. Ich muss noch ein bisschen Höhe kriegen, bevor wir das andere Triebwerk benutzen. Das andere Triebwerk hat bei weitem nicht so viel Leistung. Also die nächste Stage. Da müssen wir ein bisschen höher noch. Komm. Komm. 0,71, okay. Bis wir da oben angekommen sind, sollte das hoffentlich tun. So, wir haben jetzt 1700 Delta V auf der Stage. 3500 noch insgesamt. Sieht alles gar nicht schlecht aus. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir uns rechtzeitig in den Orbit hochkämpfen, bevor wir zurückfallen. Ah, ist gerade ein bisschen nervig. Ich bin ein bisschen zu flach gegangen mit dem ersten Triebwerk. Aber das müsste reichen. Der entwickelt ja jetzt auch Schub. Dadurch, dass er leichter wird. Kilometer. Die Fallschirme müssen noch eingestellt werden. Kommt noch. So, wir sind ganz kurz davor, unsere Apoapsis zu fangen, zeitlich. Beziehungsweise jetzt haben wir sie, glaube ich. Noch nicht ganz, aber gleich. Okay, jetzt haben wir sie. Das heißt, ich kann anfangen zu beschleunigen. Sehr schön. Gut. Also Orbit ist jetzt nur noch eine Pflichtübung. Das schaffen wir auf jeden Fall. Müssen wir mal gucken. Der ist da vorne schon. Das ist natürlich relativ schnell. Relativ weit weg schon. Was hat der? ZS Target. Der ist jetzt schon, oh, 1000 Kilometer von uns entfernt. Das ist natürlich ein ganzes Stück. So, wir machen jetzt erstmal einen ganz hübschen, sauberen 90-Grad-Orbit als allererstes, glaube ich, um darauf aufzubauen. Und damit nachher keine komischen Sachen passieren. Electric Charge sieht gar nicht so gut aus, weil wir gerade in der Dunkelheit sind. Okay, das erklärt es natürlich auch ein bisschen, aber wir haben eine Batterie. Sollte kein Weltuntergang sein. Streame ich diesen Monat auch nochmal ESS? Ja, hoffe ich. Also ich bin mir noch nicht sicher, ob ich diese Woche dazu komme, aber spätestens nächste Woche kriege ich das, glaube ich, mal wieder hin. Und ich habe es noch nicht im Kalender eingetragen, weil ich einfach noch keinen festen Plan habe und ich erstmal gucken muss, wie das diese Woche alles läuft, weil ich ja jetzt auch wieder arbeite. Also keine Sorge, ESS wird weitergehen, auch im Livestream-Format. Ich kann euch nur noch nicht sagen, wann genau. Was halte ich davon, dass SpaceX zum dritten Mal den Start abgebrochen hat? Naja, wenn die Wahl ist, ein Risiko einzugehen, dass die Rakete platzt stattdessen, dann war es die richtige Entscheidung. Und ich nehme an, die werden ihre Gründe gehabt haben. Also lieber 3, 4 oder 5 Startabbrüche und dann einen erfolgreichen Start, als keinen Startabbruch und dann die Rakete versenken. Das wäre eher so mein Stil. Und da ich SpaceX einfach mal unterstelle, dass die da ein bisschen professioneller unterwegs sind als ich, ist nicht schön, aber ist dann halt so. Na, es ist besser, als die Rakete zu verlieren. Denke ich mal. Es wird wahrscheinlich auch der Kunde so sehen, die lieber ihren Satelliten ein paar Tage später in der Umlaufbahn haben, als keinen Satelliten mehr zu haben und einen neuen bauen zu müssen. Das habe ich gehört, das ist nämlich auch mal ganz ärgerlich. So. Jetzt komm schon. So, letzten Meter vom Orbit. Mit unserer kleinen Spaßstufe hier. Sehr gut. Den haben wir. Okay. Jetzt schauen wir mal. Also, wir würden hier einen Inclination Change machen auf die Inklination unserer anderen Raumkapsel runter. Zip. So. Das kostet uns 245 Nupsis. So.
Das ist schon mal gut. Dann machen wir den als erstes. Und HackerHack 13. Fast ein Namensbruder. Willkommen bei den Kommunauten. Danke für dein Follow. Ich muss mir so ein Follower-Ziel bauen. Dann schreibe ich da einfach mal 3 pro Livestream rein. Dann erfülle ich das jedes Mal. Ist das nicht toll? Follower-Ziele sind super. Die setze ich mir einfach selber und ich setze sie immer so niedrig, dass ich sie erfüllen kann. Haha, dann brauchen wir heute nämlich nur noch einen Follower. Also falls du mir gerade zuguckst und du hast noch nicht gefollowt, dann frage ich mich, was du falsch gemacht hast. Die Streams sind nämlich immer gut, habe ich gehört. Ihr könnt ja mal eine Publikumsbefragung machen. Die meisten sind öfter hier. Also könnt ihr auch gleich ein Follow da lassen. So, wir machen jetzt aber erstmal unseren Inclination Change. Der uns ungefähr 18 Sekunden Zeit kostet. Neben den 245 Delta V. Voila. Das war übrigens klassische Eigenwerbung. Ich kann das nicht so gut. Es gibt ja Streamer, die machen das, ne? Die haben das ja richtig drauf, so Eigenvermarktung und Leute motivieren. Ich kann das nicht so gut. Wenn ihr followen wollt, dann followt ihr halt und wenn nicht, dann nicht. Und... Aber ja, ich kann das leider nur nachmachen. Ich kann das nicht wirklich gut machen. So, ich treffe mein Manöver nicht komplett. Und bei Patreon was springen lassen für den armen Kerl. Nein, also aus Mitleid möchte ich keine spenden, sondern einfach nur dann, wenn ihr Spaß habt. Aber ihr könnt statt Patreon auch einfach hier abonnieren. Das hat ja heute auch schon jemand getan. Oder ihr könnt diese Bits-Dinger machen. Das hat noch nie jemand getan. Hat noch niemand? Nicht mal ein Bit, Leute. Nicht mal ein Bit. Das ist ein Cent. Ein Cent. Das ist schon echt traurig. Nicht mal ein Cent. Ne? Idel, da gucke ich dich ganz besonders an. Ganz besonders dich, Idel. Fühl dich im Herzen getroffen. Du alter Streamschnorrer. Ein Selfie habe ich dir gegeben. Du hast nicht mal einen Cent für mich. So, jetzt haben wir unser Manöver. Wenn wir auf der anderen Seite von Kerbin sind. Das ist jetzt natürlich noch nicht ganz korrekt, weil wir müssen das noch ein bisschen anpassen. Wenn wir auf der anderen Seite von Kerbin sind, wird der hier draußen sein. Das heißt, wenn dann eh erst... Wahrscheinlich bei der nächsten Runde, könnte aber selbst da knapp werden, weil er dann reinkommt. Was wir jetzt mal machen, wir machen jetzt einen Sprung rüber auf den Minmus Lander, weil das Ding ist jetzt, ich prüfe es nochmal nach, 79, 89 in einem sauberen Orbit. Da passiert nichts. Was wir jetzt machen auf dem Minmus Lander, beziehungsweise ist der Minmus Lander ja eigentlich der Minmus Orbiter oder sowas und werden auf der Apoapsis mit dem RCS, weil da brauchen wir sehr wenig, auf der Apoapsis sehr wenig Schub zu, da reicht unser RCS, die Periapsis wieder leicht aus der Atmosphäre anheben, weil wir wollen ja jetzt ein Docking-Manöver machen und das macht sich in der Atmosphäre, während man brennt, immer so schlecht. Und deshalb diese Manöveranpassung und hat parallel noch den Vorteil, dass wir dann auch schon sehr nah an dem Punkt sind, wo wir dann gucken können, wie man in der nächsten Runde steht. Wie viel bei Patreon ankommt, ich glaube, Patreon zieht auch so ein paar Prozent ab, aber was ankommt, könnt ihr einfach auf der Patreon-Seite sehen. Ich glaube, das, was sie anzeigen, ist das, was ankommt. Und ich glaube, 2-3 Euro oder sowas gehen an Patreon. So, also es sind ja keine Unsummen bei mir, ne? Ich müsste aber selber nachgucken, wie viel es ist. Es sind ein paar Prozent, aber relativ niedrig. So, jetzt sind wir an dem richtigen Part. Das heißt, wir gehen jetzt ins Prograde, machen unser RCS an und heben unsere Periapsis. Hoffentlich, ich hoffe, das reicht, aber es sieht gut aus. Das müsste hinhauen. Wieder auf 70 und ein bisschen hoch. Die 60 haben wir gleich. Da habt ihr mal einen Live-Ticker fürs Monopropellant. Also noch 10 Kilometer und dafür haben wir ungefähr 10 von unseren 30 Monopropellant rausgeschossen. Nicht ganz. Wir waren ja schon nicht mehr ganz voll. Sieht gut aus. Also ich hebe das jetzt mal so auf 71 Kilometer. Dann haben wir ein bisschen Toleranz für irgendwelche Anstupser bei Docking-Manövern. Ja, vielleicht machen wir sogar ein bisschen mehr. Mal gucken. Das Monoprop reicht eigentlich noch. Das heißt, ich gehe mal ruhig ein bisschen höher auf 75 oder so. Ah, nicht zu hoch, fällt mir gerade ein. Wir müssen nämlich nachher noch wieder einen Wiedereintritt erzeugen. Wir gehen jetzt relativ exakt auf 75, so. Denn ich habe ja keinen Sprit mehr. Ich kann ja auch den Wiedereintritt nur mit Monopropellant machen. Ich will nicht gleich eine Rettungsmission nach der Rettungsmission machen. So, kannst du bitte einen Strawpoll-Link posten? Prinzipiell ja. Wenn ich ein Permit-Command hätte.
So. Du kannst den aber. Ist einer von meinen Mods da? Habe ich schon einen von meinen Mods gesehen? Nein. Das ist ja schade eigentlich. Na gut. Gut. Jetzt haben wir das. Jetzt brauchen wir. Jetzt machen wir ACS erstmal wieder aus. Jetzt brauchen wir die Orbital Rescue Kapsel. Switch to. So. Was meine ich mit Bit? Bits sind unten neben dem Smiley-Button habt ihr so ein kleines dreieckiges Symbol. Das sind so, wie soll man das nennen? So ein Micro-Payment-Cheering-Dienst. Da kann man, also ich glaube, über Amazon oder sowas kauft man die. Kosten irgendwie, also pro Cent, ich glaube, so ein Bit entspricht ungefähr einem Cent oder so. Und dann kann man damit cheeren, also die als Kommando hier in den Channel senden und damit halt so kleine Spenden machen. Wenn man halt sagt, so. Ah, jetzt irgendwie 10 Euro, 5 Euro per PayPal rüberschieben, das ist mir alles ein bisschen zu viel, aber dann kann man halt sagen, ich kaufe mir mal 100 von den Bits und ab und zu bei meinem Lieblingsstreamer oder eurem anderen Lieblingsstreamer, ihr habt bestimmt noch ein paar mehr Leute, die ihr guckt, könnt ihr da ein paar Sachen rüberpumpen. So, und das halt sehr, sehr, ich sag mal, fein dosiert für alle, die nicht so gern mit Geld um sich schmeißen. Gut, ich mache jetzt mal einen Zeitraffer über den Punkt rüber. Ich hoffe, ich habe das so erklärt, dass man versteht, was dieses Bits-Zeugs macht. Ah, jetzt ist er da drüben, ne? Okay, das ist es noch nicht. Dann ist er als nächstes schon da hinten. Okay, das heißt, wir müssen mal noch eine Runde fahren. Die Runden dauern zum Glück nicht lange. Die sind immer etwas mehr als eine halbe Stunde. Das heißt, wir können dann auch. Also wir gehen, uns geht nicht das Essen aus. Und den Treibstoff umpumpen muss ich mal gucken, ob ich die Gebäude schon so weit freigeschaltet habe, dass ich das machen kann. Sonst wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Und we are have Neon. Was? We are Half Neon. Ich nenne dich jetzt einfach Neon. Neon, vielen Dank für dein Follow und willkommen bei den Kronauten. Und apropos willkommen bei den Kronauten. Jetzt da können wir das irgendwie so ein bisschen rauszögern. Wartet mal, dass wir die nächste Runde haben. Das muss doch machbar sein. Das muss doch machbar sein. Guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Schwupp. Das sind 319. Dann haben wir Relative Speed 300 und ein bisschen. Das heißt, wir müssen nochmal 600, 670, 600. Naja, also mit Korrekturmanövern sagen wir mal 680 raushauen. Haben wir noch 800. Damit kriegen wir das Ding auch wieder zurück und kriegen den Intersect von. Na komm, das. Can we do better? Yes, we can. Sowas von definitiv können wir das besser machen. Das kriegen wir noch runtergequetscht in den. Alter. Mach nicht mein Manöver kaputt. Dann schieb ihn doch bitte. Nein! Zu lange rumgedüdelt. Wir sind am Manöver vorbei. Kriegen wir aber hier hin. So, ich will nicht. Oh, ich möchte nicht die Kerbin Space Station. Ich möchte ein Manöver planen. Jetzt will er mich gerade rollen. Ich möchte hier ein. Oh, das wird ein bisschen knapp. Ich möchte hier ein Manöver planen, danke. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. So. Jetzt wird es natürlich ein bisschen mehr Brachialgewalt, weil der Winkel nicht mehr ganz so ideal ist. Aber wir sind runter auf. Zwei, 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 eins. Ja, lassen wir bei 2,0. 420, 700,
750, 760 ist immer noch genug. Ist immer noch genug, das machen wir jetzt. Und ich hau jetzt mal drüber rein. Wir sind dann hier auf 62 Kilometer. Periapsis kurz, aber das korrigieren wir ja gleich. Okay, kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So, Manöver ist auch mächtig gewaltig genug. Das heißt, wir forcieren jetzt das Rendezvous, damit wir nicht den ganzen Stream damit verbringen, diese blöde Rettungsmission zu fliegen. Und dann können wir... Ah, ich kann den Wiedereintritt einfach für beide gleichzeitig machen. Ne, das machen wir lieber nicht. Da passieren bei KSP immer so komische Sachen, wenn zwei Vessels gleichzeitig eintreten. So. Das tut mir leid, Zersiedler, dass der Stream dich nicht informiert hat. Das ist gar nicht nett. Aber ansonsten kann ich auch empfehlen, wenn ihr im Discord seid. Ich glaube, hier habe ich noch... Habe ich schon einen Kalenderlink gebaut für den Bot? Wenn nicht, ich habe einen Discord-Link gebaut für den Bot. Dann könnt ihr ins Discord gehen und da ist der Kalender gepinnt. In dem Kalender findet ihr nämlich immer alle Termine vom Emojack, vom Kynub und von mir. Und vielleicht irgendwann noch von anderen Streamern. Wer weiß das schon so genau, wie erfolgreich dieses Kalenderprojekt noch wird. Das war gar nicht so sauber, der Anflug. So, dann müssen wir noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Ah, vielleicht nicht in 23 Sekunden. Wir haben ja gelernt, ich bin nicht so schnell in der Manöverplanung, wie ich mir das immer wünschen würde. So. So. 16, 15, 4,5, 2, ja komm, 2, bisschen. 2,3. 2,3 lassen wir gelten. Gut, machen wir jetzt nochmal einen kleinen Korrekturburn gleich in ein paar Sekunden und dann sind wir da. Heute ist nicht mein Zeitraffertag, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte schon bessere Zeitraffertage. Genau, das ist immer Winterzeit. Also bei mir ist zumindest. Wenn ich eine Uhr um habe, ist es Winterzeit. Logischerweise. Ist ja völlig klar. Wer hat ihn schon wieder gerissen? Neo. Neo, du bist heute auch mit in der schlechte Witzbox mit dabei. Da haben wir heute eine ziemlich gefüllte Ecke von Leuten, die humortechnisch auf jeden Fall eher so in der Unterliga spielen. Ich darf das sagen, weil ich auch schon mit dabei war. Machen wir doch mal ein klassisches... Seht ihr? Dudrill. Danke für dein Follow. Dudrill hat es richtig gemacht. Der kommt jetzt nämlich auch wieder und ist jetzt einer von den Carbonauten. Und wir folgen mal unserem Kurs. Ah, was war das für eine Überleitung? Das war eine awesome-mäßige Überleitung. Und warpen hier rüber, damit wir jetzt unser Abfangmanöver machen können für unser Ziel. So. Links kann man nicht posten. Nee, ich muss mal noch... Ich habe das schon in anderen Twitch-Channels gesehen, dass sie irgendwie für ihren Bot so eine Art Erlauben-Kommando haben, dass ich für einen von euch sagen kann, so, ich erlaube jetzt für jemanden von euch für 5 Minuten lang Links zu posten oder sowas. Das, sowas habe ich noch nicht eingerichtet. Das muss ich mir mal angucken. Dann wäre das, glaube ich, sehr, sehr... ich schreibe mir das jetzt auch direkt mal auf. Ich bin ja so ein vergesslicher alter Mann. Ja, ich bin nicht so alt, aber ich bin vergesslich. Vor allen Dingen vergesslich. Low Command Bot. Dann muss ich mir das nämlich mal angucken. Dass ich das mal einrichten kann. Weil es ist ja durchaus manchmal sinnvoll, einen Link zu posten. Und es tut mir leid, dass der Bot euch dann immer gleich verprügelt. Aber im Moment habe ich es nicht. Ansonsten könnt ihr euch aber über den Discord-Link einfach den Discord, also über Ausrufezeichen Discord, den Discord-Link besorgen. In Discord kommt ihr auch ohne Discord zu installieren über euren Webbrowser rein, wenn ihr das wollt. Und dort kann man dann schnell mal den Link posten. Nur mal so als Tipp. So, wir sind im Target-Mode. Wir gehen Retrograde und wir haben 312 Delta V zu verbrennen. Und ich würde sagen, damit fangen wir jetzt einfach mal an, damit wir nicht zu weit abkommen. Wir sind nämlich schon ziemlich nah dran. Wir entfernen uns fast schon wieder.
2-2. 2-1. Viel näher wird es nicht mehr. Jetzt sind wir auf gleicher Höhe. Aber wir haben gerade noch rechtzeitig gezündet. Das passt ganz gut. Das ist alles gar nicht schlecht. Guck mal, was ist das denn für eine super perfekte Einbremsung. Tut mir leid, es ist Dienstag. Das ist der Tag nach Montag. Da muss ich mich ein bisschen selber loben, um mit der Woche an sich klarzukommen. So, jetzt gehen wir in Richtung unseres Landers und fliegen da mal eben schnell rüber. Das sind so die paar zusätzlichen Delta V, von denen ich gesprochen habe, die man da noch mit einberechnen muss. Und wir machen schon mal den Thrust-Limiter weit, weit runter. So, das sollte jetzt aber relativ einfach gehen. Ich habe einen, bevor du cool bist, hat SpongeBob seinen Führerschein. Ja, da kann ich jetzt nicht so mitreden. Hat SpongeBob Probleme mit seinem Führerschein? Also den zu machen oder was? Ich bin ein bisschen zu alt für SpongeBob, glaube ich. Es tut mir wirklich leid. Epocto Potronum, was auch immer ich jetzt gezaubert habe. Vielen Dank für dein Follow. Ja, ich glaube, mein Follower-Count, den ich noch nicht eingebaut habe, der aber total cool gewesen wäre, den hätte ich heute übererfüllt, wenn mein Ziel 3 gewesen wäre. Jetzt sind wir nämlich schon bei 4, oder? Auf jeden Fall danke für dein Follow. Ich freue mich sehr. Und wir docken jetzt hier mal. Niemand ist so alt für SpongeBob. Das weiß ich nicht. Also zu alt meinte ich damit im Sinne von, als SpongeBob, glaube ich, aktuell im Fernsehen lief, da war ich einfach schon, weiß ich nicht, arbeiten oder irgendwas Sinnvolles tun. Wahrscheinlich arbeiten. Keine Ahnung, wann SpongeBob gestartet ist, aber mein Kinderprogramm bestand noch aus irgendwie so abgefahrenen Sachen wie Biker Mice from Mars. Was auch meine leichte Duna-Fixierung erklären könnte, die ich heutzutage habe. Was gab's denn noch? Na gut, so Tom und Jerry, die Klassiker. Was gab's denn noch so damals für Kram? Ist so lange her. Na gut, Teenage Mutant Ninja Turtles natürlich. Also hier der Trickfilm. Rockfels. Jawohl. Winter ist ein taubes Nüsschen. Ein taubes Nüsschen. SpongeBob hat kein... Oh, da kam die Erläuterung. Hat keinen Führerschein und wird ihn auch nie bekommen, so wie es aussieht. Das tut mir natürlich leid für SpongeBob, vermute ich mal. Oder es ist gut für die anderen, man weiß es nicht. Bremse mal bitte, mein Freund. Bisschen noch, bisschen noch, bisschen noch. Jawoll. So. Haben wir das? Dann müssen wir in die Richtung grob. Aber wir wollen auf die Seite vom Dockingport. Und ich bin gerade völlig zu faul, umzuschalten. Also fahren wir kurz mal dran vorbei. Zip. Damit wir auf der richtigen Seite sind. So, jetzt kann ich nämlich auch mal ein bisschen Chat lesen. Gut, Action Man. Ja gut, Sandmann, ja. Ich kenne sogar noch beide Varianten. Ich kenne sogar noch den ostdeutschen Sandmann. Sendung mit der Maus, auf jeden Fall. Die gibt es bestimmt auch noch. Und Hasto glaubt, ich bin doch in seinem Alter. Das weiß ich nicht, Hasto. Wenn die 75 ein Geburtsjahr ist, dann nicht. Alter Sack. Aber wir sind gar nicht so weit auseinander, muss ich der Fairness aber sagen. Ja, ja, ja. Ja gut, den ostdeutschen, ja, aber den original ostdeutschen Sandmann. Also der noch hier. Oh, ich weiß nicht, kennt das jemand von euch noch? Es gab mal den ostdeutschen, der ist auf dem Lunik-Mondländer dann, also von den Russen, ist er mit seinem kleinen Sandmannmobil rausgefahren, um neuen Schlafsand auf dem Mond zu sammeln. Voll cool. Das war, glaube ich, das, was meine Gehirnzellen vorbereitet hat auf KSP. Der Sandmann, der mit so einem kleinen, selbstgebastelten Blechländer. Schlafsand auf dem Mond sammelt. Voll gut. So, so gut. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen hier lang. So, ich peile das mal kurz übers Raumschiff hinweg. Das müsste grob hinhauen, denke ich mal. So. Dann können wir die restlichen Sachen... Vielleicht mache ich es auch gar nicht mit ACS und gebe mein ACS rüber an die andere Kapsel, damit die... Ja.
andocken können. Die Fraggles habe ich auch schon nicht mehr mitbekommen. Ich habe tatsächlich den Begriff Fraggles irgendwann, als ich glaube, da war ich in der Berufsschule oder sowas, sagte plötzlich einer zu mir so, ihr Fraggles. Und ich so, hä, was ist ein Fraggle? Hat er mir das erklärt, dass das diese komischen Fusselviecher mit diesen ganzen Haaren und Federn und Tralala sind. Dann habe ich mir das auch mal bei YouTube angeguckt. War das damals schon YouTube? Ich weiß nicht, irgendwo im Internet angeguckt. Könnte YouTube gewesen sein, fragt mich nicht. Ist ein bisschen her. Und dann, da wusste ich erst, was Fraggles sind. Als Kindersendung, also jetzt so im Zielgruppenalter, ist das auch an mir vorbeigegangen. Aber ich wüsste auch gar nicht, wie lange es die Fraggles schon gibt. Es ist einfach an mir vorbeigegangen. Also kann sein, dass die Fraggles vielleicht sogar älter sind als ich. Aber ich habe nie mitbekommen, dass es die Fraggles gibt. Aber heute benutze ich das Wort Fraggle auch total gerne, einfach weil es gut klingt. Ich finde, Worte, die gut klingen, muss man auch benutzen. Oh, mache ich schon wieder Docking ohne... Ja, mache ich, ne? Kommt, ich mache so ein bisschen Alibi-ACS. So. Und wisst ihr, das ist das Coole an diesen Düsen hier. Diese Düsen hier funktionieren auch, wenn man nur zwei hat, weil sie diesen einen Stöpsel noch haben. Awesome, oder? So. Kommt, wir machen noch ein bisschen mehr ACS, damit das so richtig nach ACS aussieht. So. Schnorpel klingt auch schnorpelig, definitiv. Hallo Schnorpel. Aber Schnorpel klingt ja schnorpelig. Fraggle klingt gut, Schnorpel klingt schnorpelig. Und Schnorpel habe ich ja zum Glück selber erfinden können. Also rumschnorpeln konnte ich ja selber als Adjektiv prägen. Das Wort Schnorpel hat natürlich Schnorpel erfunden. Von daher... So, der Mond... Einstein? Mondeinstein? Oh Gott, Freunde, eure Nicknames. Mondeinsteinheuchler? Klär mich auf, wie spricht man das aus? Mondeinsteinheuchler? Danke für dein Follow. Ihr verwirrt mich. Ihr verwirrt mich mit euren Nicknamen. Kann ich mal einfach irgendjemand Bob heißen oder sowas? Bob, wenn du gerade zuguckst, bitte schick mir doch mal ein Follow. Ich werde deinen Namen auch richtig aussprechen. Monte ist ein Heuchler. Habt ihr schon mal was von Interpunktion gehört? Das könnte natürlich hinhauen. Monte ist ein Heuchler. Danke für dein Follow. So, ich tanke jetzt Monopropellant, damit ich es mit Monopropellant machen kann. Weil mir das andere zu ungleichmäßig wird. Und ich hier auf jeden Fall noch genug haben will. Und dann machen wir hier einen Transfer Crew. Transfer einmal rein in die ganze Kiste. So. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich nicht einfach, sich auf Twitch Bob zu nennen. So, und jetzt haben wir hier drin, ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, Trary drin. Und Trary wird jetzt wieder geandockt. Oh, Trary hat auch direkt das Funkgerät gefunden, ne? Direkt. So, und dann gucken wir mal. Gute Frau. Wie viel bräuchten wir denn, um uns einzubremsen, damit wir eine vernünftige Landung machen? Weniger als wir haben. Das ist doch gut. Dann machen wir das doch als ein vernünftiges Manöver. Und entfernen uns jetzt nur mal so ein Stück weit. Damit wir nachher nicht irgendwie blöd kollidieren. Und dann bremsen wir uns jetzt ordentlich in einen Orbit ein. Also in kurzen Übergangshalborbit, um dann eine Landung zu machen. Während die anderen Typen nochmal kurz zur Apoapsis hochfliegen, um sich dort dann in Richtung Landung zu bewegen. So, und ich würde sagen, wir timewarpen jetzt mal so an die Periapsis ran. Und machen dann schnell, also wenn der hier umspringt, das ist jetzt so grob der Fall, machen wir unser Bremsmanöver. Und das machen wir bis ganz kurz über die Atmosphäre. Und wir machen dafür unser Triebwerk mal wieder auf 100% Leistung, sonst dauert das ein bisschen arg länglich. So. Sehr gut. Und dann können wir uns hier drüben nämlich im Hellen fallen lassen. Das ist auch mal ein bisschen hilfreich. Und wir behalten mal die Peri im Auge. Dass da keine Unfälle passieren. So. Und dann heißt es jetzt einfach einmal drumherum warpen. Die Zeit brauchen wir eh, damit die anderen auf die Periaps hochkommen. Jo. Und dann haben wir die nächste... Na, wer hat sich jetzt den Account extra angelegt? Vielen lieben Dank, Bob.
Ich liebe es, wenn ihr Fake-Accounts für meinen Channel erstellt, nur um mich glücklich zu machen. Bob loves Winter. Dankeschön für dein Follow.